So, dann willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. Das bedeutet, wie geht's dir? Ist das nicht toll? Wir können uns unterhalten und probieren, wie weit wir denn entfernt. Ja, willkommen im 21. Jahrhundert, Patricia. Du kannst dich schneiden müssen, ja. Ich gehe jetzt mal den Weg hier nach oben. Ein Schwarzgurt und, glaube ich, ein Rockstar. Nee, ich lasse Koka lieber da. Du kannst Schneider benutzen, ja, möchtest du Schneider? Ja, ja, ja. Komm, ich will das Item haben. Let's go. Wow, wie kannst du nur in so was Kleines reinpassen? Hat sich mal kurz für das Gitarrenspiel angelockt? Naja, der Schwarze konnte mal ein bisschen abnehmen. Seht ihn euch an! Naja gut, der in Blattgrün sah ein bisschen dicker aus. Makuhita und ein Voltoball. Voltoball kann Finale lernen. ich gehe jetzt mal auf Makuhita, das ist glaube ich das größere Problem. Ladevorgang, ja. Kann das Funkensprung? Ich glaube noch nicht. Ich hoffe es jedenfalls. Ansonsten habe ich ein kleines Problem. Boah, ey, Lombrero, du machst keinen Schaden. Was ist hier los? Was soll das? Lumi los. Selbst Yumi macht mit einem Absorber mehr Schaden als zwei Kugelsaate von Dragu. Wegu. Oh je. Yeah. Mine. Es wird Fight. Ultraschall. Wow. Dragu, Yumi tötet Makuhita, so schnell es geht. Bitte. Ja. Puh. Yumi, bist schneller, sehr schneller. Oh. Puh. Okay. Das war fies, verdammt fies, was soll denn dies? Yumi, Level 14, yay. Yumi, dann Gift, oh, das ist praktisch. Ja, dachte ich mir. Yumi, du bekommst einen Pot. Ich habe keinen Bock, dass du mir wegstirbst, ich habe dich kaum gehabt. Kugelsaat, Tackle, ja, es macht Tackle, toll. Kugelsaat! Oh Gott, du machst doch wenig Schaden. Ah, geht doch, Volltreffer. Mach mir Volltreffer, Dragu, was kannst du? Absorber, Kugelsaat, Tackle, ja, mach mal. Ich kann mich hier wieder hochheilen mit Absorber. So, zweimal. Dreimal. Absorber. Lecker. So. Und Absorber und Kugelsaat-Attacke. Ja, mach du nur. Wow, es verdammt viel ab. Ja, egal, es ist eh besiegt, von daher kein Problem. Oh, Dragu. Ernsthaft, ich habe jetzt drei Pflanzen-Pokémon. Oh je. Yeah. Naja, was soll's. Knoten-Kilian. Wow, das ist kein was drauf. Und der eine Mannschaft ist ruiniert. Du bist ruiniert, Kumpel. Vor allem im Kampfplatz, du kein Hemd an und ich hast ein Hemd an. Oh. Sehe ich da der etwa Yunago-Bären und zwei Piersoft-Bären? Amarena, okay. Morena und Yunago. Huhu. Yay. Das sind gratis Äther, sage ich mal. Die kann man hier wieder neu pflanzen. Ist ziemlich praktisch. Vor allem, wenn man unterwegs ist und kein Pokémon in der Nähe ist. So, hier war noch ein Item. Und zwar ein Megablock. Ich block dich gleich, du Blocker. Oh yeah. Hallo Trainer, hi. Mein Pokémon ist einfach anbetungswürdig. Guck mal, keine Show. Ich zeig's dir. Ich habe keinen Bock, den Pokémon zu sehen, Kumpel. Ja, aber du musst mein Pokémon sehen. Das ist ein Pokémon-Kampf von mir aus. Ein Ineko. Oh je. Yeah. Lass es bitte keine Anziehung. Warum, Gott? Warum? Ich meine, warum Arceus? Well, Arceus gibt's hier noch nicht in dieser Generation. Komm, Yumi. Hau drüber. Oder so. Ich habe ein paar Mädels zur Auswahl. Welches nehme ich?
Nicht den Yu. Yu ist das männlichste Mädel. Flabbel! Ich muss einfach sagen, es ist rosa. So, ja. Senk meine Duplex. Autsch. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Boah, ey, dieses blöde Vieh. Und ich mache ihm kaum Schaden. Okay. Zuki, it's your turn. Yu, zurück. Du schaffst es, Zuki. Young Lord. Oh, er hat den Duplex-Sieb. Zum Glück macht es kaum Schaden. Er macht einen Volltreffer. So, Doppelkick. Das war's dann auch für dich. Gut gemacht, Zuki. Young Lord. Ist ja gut, ist ja gut. So. Give me no level ups, danke. Oh, sowas aber auch mein geliebtes Pokémon. Tja, Kumpel, gib mir deine Telefonnummer. Ich muss versorgen zu meinen Mündeln, bitte, bitte. Ich bin Blutrache. Ja, ist gut. So, und hier ist noch ein Angler. Ja, mein Angler schon zwei. Alter, was ist mit dem los? Ist doch egal, er will kämpfen, hat einen Cup. Padua. Oh yeah. Hey, ich bin schneller. Juhu. Na gut, ich bin noch mal ein Level über ihm, aber dennoch. Kaputt, da wurde Energie abgesaugt. Lecker. Ich meine, nur Vampir-Pokémon im Team kann das sein. Koka. Yumi, zurück. Los, Koka. Zimbat, Zimbat. Tentacher. Okay, mach mal einen Erstaunen zuerst. Bleibs. Lauf sie ordentlich ab. Schreck zurück. Nice. Mach mal Erstauner. Dünn. Giftstachel. Genau, mach Giftstachel. Hast du keinen Blubstrahl? Ich sollte mal nicht zu voreilig sein. Wobei Level 10 Blubstrahl. I don't think so. Blutsauger. Dann bekomme ich wenigstens noch die eine KP zurück, die man abgezogen hat. Die ekelhafte Sau. Der Dach wurde Energie abgesaugt. Lecker. Und Koka erhält ein Level Up. Ja, lernen wir es noch. Oh, bist geil. Oh, jetzt wird Koka richtig fies. Also im Sinne von stark. So, Yumi, du kannst mal wieder absorbieren. Baum, baum. Los, Mirabla. Mirabla. Jetzt frage ich mich gerade, wo bekomme ich hier wieder einen Sonnenstein her? Ich mal nachschauen. Oh mein Gott, es tackelt mich. Oh nein. Wenn ich du wäre, hätte ich dann Tentachel Level 15 drin, statt an Carpador. Weil es platscht nur rum. Naja. Warum ist ein Carpador so wenig EP gegeben? Das ist so unfair. Man braucht immer so viele Hits für die. Weil die wollen einfach nicht sterben. Das sind doch nervige Gegner. Ach, verloren. Nur bin ich noch wütender. Ich meine, ein wildes Paneko und Schaloka Level 7 gibt schon mehr EP als dieses Vieh. Okay, dann kann mal... Yumi bleibt vorne. Du bekommst wieder deine Beere, weil du kannst es wieder von alleine kämpfen, wenn du es jetzt bist. Dann bekommt mal Milo wieder den Epitaler. Wappa! Dam, dadadam, dadadam. So. Ich glaube, ich muss schnell zurück zum Pokécenter. Da. Und wem ist es uncut? Denn, seien wir mal ehrlich, wenn ich könnte auf dem Weg irgendwie mein Pokémon verlieren. Ich wüsste zwar nicht wie, aber es wäre möglich. Ich könnte durchs hohe Gras gehen und offscreen trainieren und dann auf einmal schon mein Pokémon und dann kann ich so tuschen, nämlich ins Pokécenter gehe. Deswegen schneide ich es nicht raus. Und weil ich zu faul bin. Nee, Spaß. Ich würde schon rausschneiden, aber. Ja, ja, wie gesagt, es könnte ja unterwegs sein. Oh! Lola, ich hab versucht, einen WP wie Galia. Warum immer diese Mädels? Mann! Ich will mit einem Jungen telefonieren über Fußball, obwohl ich hasse Fußball. Und über Pokémon. Ich weiß, wann die Mädels sind eigentlich schon, aber egal. Jetzt lass ich kommen. Du bist beobachtet. Ja, glitzert was. Du hast meine glitzernde Glatze gesehen? Oh mein Gott! Vor allem wusste ich, dass ich mich unter den Tisch versteckt habe. Clever! Siehe und staune, ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhen. Man nennt mich...
Freak, Rätselmeister, erfreut dich kennenzulernen. Du bist hier, um meinen Rätsel herauszufinden, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Tritt in diese Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich war im hinteren Raum. Bereit, Räumer. Schriftrolle Loch, wir werden durchgehen, jo. So. Trainerkloppe. Ich habe mir den Witz mit dem Schneider, den wir gerade genannt haben, gebannt. Yay! Und wo hast du die Frauen bekommen? Die kannst du nicht bekommen, die habe ich. Ich habe das einzige Exemplar davon. Ein Myrapler. Yeah, epic battle. Nein, ich lasse mal Koka übernehmen. Denn Koka ist nun stark. War vorhin eigentlich nicht, aber egal. Lockduft, lass mich raten, das Vieh hat eine nervige Attacke mit Stachelspore. Ja, das wird sich Stachelspore haben. So, eine Attacke neu anordnen, super Schalbe auch nicht so oft. Bis. Rumsch. Ich vergaß. Bis war ja hier doch speziell. Super Schall. Erwischt, geil. Das gefällt mir. Wuhu, yay. Allerdings wird super, wird Verwirrung nicht so viel abziehen, da Miroplas Angriff ziemlich schwach ist. Oh, nee, oder? Denn die Verwirrung lässt sich so berechnen. Man greift sich selber mit einer Angriffsstärke, also physischen Angriffsstärke von 40 an, also sprich, je tiefer die Verteidigung und je höher der Angriff ist, desto mehr Schaden macht man sich selber. Sprich, würde sich ein Galagladi selber ziemlich viel Schaden reinhauen, im Gegensatz zu einem Pokémon wie jetzt zum Beispiel ein Geowatz. Beispiel. Lock, oh, hör auf mit dem Lockduft. Ich dufte dich auch gleich lockig. Das ergibt keinen Sinn, aber egal. Herr Stauder, Booms. Schreck zurück, schön. Erstauner, Booms. Schreck zurück, Booms, ja. Bis. Trolling. Ein Koka ist ein Troll. Süß. Ich mag's. So. Erfahrungspunkte. Warum ist das so ernst? Hier geht's um eine Nuzlocke-Challenge, meine Kleine. Eine Nuzlocke-Challenge ist sehr wichtig und man muss sie ernst nehmen. Ansonsten sterben wichtige Pokémon. So. Du kannst den Schneider benutzen. Du hast den Schneider, ja. Wobei, ich freue mich ja, wenn mal den Köln mal zu den Ninjas gehört. Weil er wird endlich mal ein bisschen nützlich. Wobei, es braucht auch über Ewigkeit, bis eine gute Attacke lernt. Wobei, lernst du überhaupt eine gute Attacke hier? Ich muss mal überlegen. Nee. Ich habe die guten Attacken lernt erst ab der vierten Generation. Oh, scheiße. Naja, dabei können die Attacken ziemlich gut sein. Wenn der Gegner keine sehr effektive Attacke hat oder eine statusverändernde Attacke wie jetzt Brand oder so, oder Konfusion, Verwirrung, dann ist alles Tutti-Frutti. Zick-Zack-Brief gefunden. Jo, vielen Dank, den werde ich ja so brauchen. Aber ich habe noch nie wirklich einen Pokémon-Spieler wirklich einen Brief benutzt. Wenn einmal, ein, zweimal schon, mal ein Kristall oder so, einfach zum Testen, aber ansonsten nie. Ja, was ist das Rätselmeister bloß? Dein Vater. Was? Echt? Nein. Okay. Robin. Nico. Ah, lass mich raten, welche Attacke es benutzen wird. Ich mag dieses Vieh nicht. Ich mag es echt nicht. Ich hasse es so langsam. Yumi, du stehst dich auf Mädchen. Siehste. Perfekt. Du mich jetzt auf knallharte Kerle. Wie mich. Nein, nicht. Ach komm, ich lass mal Yumi drin. Was kann schon passieren? Yumi, hau drauf. Ja, seht ihr? Sie stehen auf mir, Jungs. Tja. Oh. Das war schön, Yumi. Das war schön. Das darf ich gleich nochmal machen. So, Absorber. Rutenschlag. In Kombination mit Duplexi keine nette Attacke. So, komm, hau durch. Ah! Gib dich nicht keine Meneko hin. Du bist ein starkes Myrapler. Willst du mich verarschen? Die Attacke trifft auch noch. Ah. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich verarscht. Ich fühle mich verarscht. Nein, in der nächsten Runde ist sie besiegt.
Wo habe ich denn die aufgeweckt? Okay, ach gut, muss ich eine Beere. Maronbeere. So, mach jetzt kein Duplexieb, kleines. Okay, mach sowas. Wobei, überlebe ich es? Also, überlebt den Neko jetzt? Nope. Gut gemacht, Yumi. Mirabla! Knilz, ja, da kannst du rauskommen. Für Zuko. Zuki, upsala. Zuki, los! Ja, laut! Weil Knilz ist kann nicht gut Kirschen essen, weil Knilz kann fies sein. Deswegen muss ich es verbrennen. Ich mag so den Blick von Knilz. Der Strich, die zwei Augen und den dreieckigen Mund. Ach, ist das süß, also dreieckig, ne? Eckigen Mund, sag ich so. Ist das so süß. Vor allem gepilzt dann. Bäm! Kommt rein. Zwar auch erst ab der vierten Generation, aber egal. Meryl. Oh, endlich mal ein Wasser-Pokémon. Perfekt für Yumi. So, ist es schon auf Level 15 gewesen? Ich glaube ja, oder? Das könnte nämlich... Nein, noch nicht. Okay, weil dann kannst du kein Walzer. Und Walzer wäre eine ziemlich fiese Attacke. Oho, Yumi. Also wenn du kämpfen willst, dann kannst du richtig kämpfen, ne? So, dann machen wir es jetzt mal fertig und lernen dann, glaube ich, Stachelspore. Schlurf. Lambs. Meryl, Energie abgesaugt. Meryl! Ich habe ein besseres Meryl. Level up! Und keine Stachelspore. Oh. Ich fühle auch ganz Gedanken verloren. Nein, hast du nicht. Ich habe in der Schriftrolle. Yeah. Ja. Wieso nimmst du die Schrolle nicht einfach mit? Ich hab's wäre Diebstahl. Hm. Wie sind die Guten oder so in der Art? Ja, benutzen bitte. Oh hi. Ich bin nur zufällig in diesem verrückten Haus gelandet. Natürlich bist du das, natürlich bist du das. Genau wie ich und deine Mutter. Was, meine Mutter ist da? Nein, ach so. Zickzacks, oh yeah. Ich lasse mal Yumi drin. Bodenschlag. Okay. Gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz weniger, Yumi. Du machst so wenig Schaden. Zuki. Ja, ich habe Angst vor Zickzacks. Weil normaler Tag wird's Kopf und es wird jetzt einen Step bekommen und das würde ziemlich. Ja, siehste. Das macht doch einiges an Schaden, weil meine Mirabla das nicht so gute Verteidigungswerte hat. Da ist ein Kampf-Pokémon viel besser bedient. Zickzack! So. Ja, ganz viele Punkte. Ja, Zickzack, da bleibst du drin, Zuki. Weil ich habe keinen Bock drauf, dass mein Pokémon jetzt stirbt. Oh, Level 16. Sie werden stärker. Und dennoch sind sie tot. Alright, alright. So, so muss ich sagen. Und nun habe ich verloren. Tja, ist auch ein Noob. Du kannst den Schneider benutzen, möchtest du den Schneider, ja. Du benutzt den Schneider. Schlitzer. Ich hatte genau gerade mal den Sagen gehabt. Eigentlich nicht, aber egal. Wir schleimen mal. Hi. Ah, du hast mich gewonnen. Du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, um die Bäume zu pflanzen. Die sind ziemlich groß gewachsen, dafür, dass es einen Tag gebraucht hat. Du musst meine Größe versehen. Du bist dafür 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Gut, du hast dir die Belohnung verdient. Oh, geil, wir bekommen Drogen. Yeah. Wir bekommen von einem alten Mann Süßigkeiten. Das müsst ihr uns zu denken gegeben. Naja. Putz dir das selbstgefällige Ritz mit der Backe. Noch hast du nicht gewonnen. Ich will neue Tricks finden, die dich zum Fall bringen werden. Zum Grinsen zu den Grund, wenn du es geschafft hast. Komm wieder, wenn die nächste interessante Installation fertig habe. Sehr gut, du Spinner. Was ist lustig ist, ja, wir kommen jetzt nicht mal zurück. Was soll das? Wie geht denn das? Ich weiß es nicht, ist aber auch egal. So, dann kann ich aber gleich den Part auch mal beenden. So, wir landen auf mysteriöse Art und Weise wieder hier. So, jetzt will ich mal was nachschauen auf dem Pokémon. Nein, aber ich kann nochmal schnell nachschauen, will er mit einer Revanche? Nein. Karte Höhe. Schade, ist als eine Route. Hm, Mist. Hier kann ich ein neues Pokémon fangen, also hier. Hier.
Hier auch eins. Hier nicht. Hier dann. Ich hoffe hier ja auf den Panzer Eron. Wäre ziemlich cool. Aber egal. So muss ich mich heilen. Nicht wirklich. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's von Pokémon Smaragd von heute. Im nächsten Part werden wir dann hier diese Route hier erforschen und diese Oma-Quatschen. Was machen wir jetzt noch? Ich hab keine Ahnung, ich werde gemütlich mit dir unsere Straße schlendern. Okay. Ich verstecke mich mal. Bis zum nächsten Mal, Leute. Cheerio.